erstes hier im Parlament kennengelernt habe, habe ich gleich auch erfahren, mit welchem Engagement er sich schon seit Jahren gemeinsam mit vielen anderen griechischen Bürgern unterschiedlicher politischer Richtung dafür einsetzt, dass diese Frage endlich auch geklärt wird. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, auch Artikel von Manolis aus der Vergangenheit gelesen habe, auch sein Buch mir angesehen habe und mit ihm darüber diskutiert habe, umso mehr ist mir auch persönlich klar geworden, dass gerade angesichts auch der aktuellen Auseinandersetzungen, die es gibt um die weitere Entwicklung Griechenlands, um die Art und Weise, wie europäische Regierungen, insbesondere aber auch die deutsche Regierung, sich verhalten, dass es dringend notwendig ist, auch diese Fragen wieder in den Mittelpunkt zu richten. Es scheint, als ob der Schleier des Vergessens sich darüber gelegt hätte. Und ich denke, es ist auch aus einem anderen Grund ganz interessant, jetzt in dieser Woche und mit Blick auf die nächste Woche darauf zu verweisen. Wir haben in der nächsten Woche 25 Jahre Mauerfall. Überall wird gegenwärtig in den Medien darüber geredet, dass damit eine neue Phase in der europäischen Geschichte begonnen hat. Das ist richtig. Es wird aber auch etwas vergessen. Es wird vergessen, dass nach dem 9. November zwei deutsche Staaten zusammengekommen sind, die sich sehr unterschiedlich ihrer Verantwortung für den zurückliegenden Zweiten Weltkrieg gestellt haben. Es gab eine DDR, die wo pro Bürger das 130-fache an Reparationen an andere Staaten gezahlt worden ist, um der Verantwortung für den Krieg und für die anschließenden Besatzungen gerecht zu werden. Und es gab eine Bundesrepublik Deutschland, die bis zum heutigen Tage zum Beispiel Reparationszahlungen mit Blick auf die Zwangsanleihen, aber auch Zahlungen hinsichtlich der Schäden, die entstanden sind, durch die Besatzungszeit nicht nachgekommen ist. Und ich glaube, geschichtliche Ereignisse und auch die Weigerung von Politik, sich Verantwortung zu stellen, hat einen langen Atem, hat lange Folgen. Für die DDR bedeutete es damals, dass sie bis in das Jahr 1989 an den Folgen auch der Reparationen darunter gel nicht gelitten hat, aber dass die Folgen zu spüren waren. Und niemand in der DDR hat das in Frage gestellt. Es ist akzeptiert worden. Wir wussten, warum es war, warum es stattgefunden hat. Aber in der Bundesrepublik Deutschland, in einem alten Teil, ist das eben vergessen worden. Und ich glaube, dass gerade jetzt, wenn wir uns daran erinnern, dass vor 25 Jahren ein neuer Schritt in Richtung Europa gegangen wurde, dass es gerade jetzt notwendig ist, daran zu erinnern und gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass der gegenseitige Respekt für das Leben und auch die Bedingungen, die Folgen, die konkreten Bedingungen eines Landes für eine Gesellschaft, Wirtschaft aufzubauen, dass Menschen vernünftig leben können, dass dieser eminent wichtig ist. Und ich will Manolis in keiner Weise irgendwie vorgreifen. Er ist derjenige, der genau weiß, was eigentlich wirklich noch zur Debatte steht und deutlich machen kann, wie auch die Menschen in Griechenland darüber denken. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass es dringend erforderlich ist, dass auch in der Bundesrepublik Deutschland darüber gesprochen wird, wenn wir heute nach der Krise, im Zusammenhang mit der Krise und an zum Teil ja auch so wahrgenommenen respektlosen Umgang miteinander ein neues Signal setzen wollen, dann ist es wichtig, auch darüber zu reden. Die Linke in Deutschland hat vor 2 Wochen, glaube ich, während einer Parteivorstandssitzung den Beschluss gefasst, dass sie, die Linke, die Bundesregierung dazu auffordern will, die Frage der Reparationszahlungen Griechenland gegenüber wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Dass es um Gespräche gehen muss.
dass man sich dieser gemeinsamen Verantwortung stellen muss, dass man sich der nicht entziehen kann und dass darüber einfach auch nicht die Jahre einfach hinweggehen können. Und ich halte fast für wichtiger als die konkreten Zahlen, die dann vielleicht irgendwann mal debattiert werden. Ich halte es für wichtiger, genau diesen Akt, dieses Symbol des Miteinanderredens und des Aufeinanderzugehens zu praktizieren und genau das zu tun. Ich hoffe, dass wir als Linke in Deutschland eine solche Debatte wieder auf die Tagesordnung setzen können. Und wenn das ein Beitrag dazu ist, dass wir den gegenseitigen Respekt und die Achtung vor dem Leben der Menschen in Griechenland auch in der deutschen Öffentlichkeit wieder hervorheben können, glaube ich, wäre das schon eine ungeheure Leistung. Dazu bin ich bereit und dazu möchte ich auch Manolis Blesos und allen Freunden, die sich genau dieser Aufgabe auch stellen, möchte ich meine Unterstützung, meine Solidarität versichern. Danke und ich gebe jetzt gleich an Manolis weiter. Ευχαριστώ την Γαβριέλα Τσίμερ για όσα είπε για αυτή τη συμβολική πραγματικά μέρα. Όντως είναι μια συμβολική μέρα, γιατί από θέμα ελληνικό ανυψώνεται σε θέμα ευρωπαϊκό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή την πλευρά που θέλω να τονίσω, θέλω να τονίσω περισσότερο την πλευρά της μορφής που παίρνει αυτός ο αγώνας. Δεν είναι πια αγώνας ελληνικός, είναι αγώνας γέρμανο-ελληνικός, έλληνο-γερμανικός. Αλλά πριν προχωρήσω θα ήθελα να χαιρετήσω τους Βέλγους εργαζομένους που βρίσκονται σήμερα σε απεργία και γιατί μου είπε κάποιος ότι η απεργία αυτή μας εμποδίζει. Όχι, αγώνα κάνουν οι Βέλγοι απεργοί σε πάρα πολλούς κλάδους, αγώνα ξεκινάμε και εμείς σήμερα με αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνουμε. Ο χαρακτήρας αυτής της συνέδευξης αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν θυμηθούμε ένα σημαντικό γεγονός. Πριν από αιώνες τώρα, το 1821, όταν το Παλαμίδι είχε περικυκλωθεί από τους Έλληνες επαναστάτες και πρόκειτο να κινδύνονταν μάχες για την απελευθέρωση του Ναυπλίου και του Παλαμιδιού, ένας Έλληνας κρατούσε μία σημαία με τα χέρια του, μία σημαία της Επανάστασης. Ένα βόλι τον σκότωσε και πήγε ένας άλλος που ήταν δίπλα του και πήρε τη σημαία και τη σήκωσε ψηλά. Αυτός ο άλλος ήταν Γερμανός. Ο Φρυδερίκος, ο Γουστάβος Φρυδερίκος Μέντελσον. Από τι οφόρο τιμής σε αυτόν τον Γερμανόν όλο και σε όλους τους άλλους Γερμανούς που, μην τρομάξετε, αποτελούσαν ένα τάγμα εθελοντών από τη Γερμανία που ήρθε να βοηθήσει τον ελληνικό λαό στην επανάσταση που έκανε. Από τι οφόρο τιμής και λέω ότι οι ρίζες της ελληνογερμανικής, γερμανοελληνικής φιλίας στηρίζονται σε αγώνες. Δεν είναι τυχαίοι, δεν είναι πολιτικάντικοι, δεν είναι επειδή τυχαία βρέθηκα, ας πούμε, και εγώ και η Τσίμερ στην ίδια παράταξη. Γι' αυτό το λόγο θέλω να τονίσω. Δεν έχουμε τίποτα με τον γερμανικό λαό. Δεν θεωρούμε υπεύθυνο τον γερμανικό λαό για όσα εγκλήματα διέπραξε το Τρίτο Ράιχ εναντίον του ελληνικού λαού. Και θεωρώ ότι διεκδικούμε την αποκατάσταση του δικαίου και όπως ακριβώς έγραψε η εφημερίδα Die Zeit το 1995, Ein Unrecht muss gesucht werden. Δεν ξέρω αν τα είπα καλά γερμανικά. Ας με συγχωρέσετε, αλλά έτσι το διαβάζω εγώ στα ελληνικότατα, στα σπασμένα γερμανικά. Και όλη η ιστορία είναι αποκατάσταση του δικαίου.
Και θεωρώ ότι η γερμανική σχολή που με κάλεσε τελευταία μου έδωσε την ευκαιρία από τις συζητήσεις που κάναμε από τους μαθητές της σχολής να βγάλω ένα συμπέρασμα ότι μπορούμε ο γερμανικός λαός και ο ελληνικός λαός να αποτελέσουμε τους παραστάτες για τη γέφυρα φιλίας όλων των λαών της Ευρώπης. Αν στεριωθεί η φιλία ανάμεσα στους δύο λαούς όσο μπορούμε περισσότερο, τόσο περισσότερο η Ευρώπη θα αλλάξει πρόσωπο και από Ευρώπη του ΝΑΤΟ και Ευρώπη της Μέρκελ θα γίνει Ευρώπη των λαών και Ευρώπη των πολιτών. Θα γίνει παράγοντας ειρήνης για το μέλλον. Θέλω να τονίσω επίσης το θέμα. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνος ο γερμανικός λαός, είναι το Τρίτο Ράιχ. Και γι' αυτό, όπως ένας γονιός, αν έχει διαπράξει ένα αδίκημα, δεν φταίει τίποτα το παιδί του, σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο και δεν θέλουμε εμείς να μας ζητάνε συγγνώμη οι Γερμανοί πολίτες, ο γερμανικός λαός. Και όταν ακούω τους επίσημους Γερμανούς να ζητάνε συγγνώμη, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το κάνουν. Ταυτίζουν τον εαυτό τους απόλυτα με το Τρίτο Ράιχ και γι' αυτό ζητάνε συγγνώμη. Ούτε αυτοί δεν πρέπει να ζητάνε συγγνώμη. Εμείς δεν τους ταυτίζουμε, ούτε αυτούς, τους κυβερνήτες σήμερα της Γερμανίας με το Τρίτο Ράιχ. Δεν τους ταυτίζουμε και ζητάμε μόνο και μόνο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Δεν θέλω να μιλήσω τίποτα άλλο. Περιμένουμε μαζί με την Γκάμπη ερωτήματά σας στο υλικό που σας έχουμε δώσει και που είναι πάρα πολύ αναλυτικό, να ό,τι ερωτήματα έχετε, τα πιο δύσκολα ερωτήματα να μας τα υποβάλλετε. Ευχαριστώ. Thank you, Manolis. We can open the question time for the journalists, of course. Please. Hi, Nikolai Nielsen, EU Observer. I had a question for Zimmer. You mentioned the Linker had wanted to put this on the agenda. Were they successful in their attempts? Diese Diskussion und auch die Entscheidung, dass die Linke sich diesem Thema stellt, die ist im Oktober diesen Jahres getroffen worden. Das heißt, über die Bundestagsfraktion und über die politischen Gremien der Linken wird jetzt alles unternommen, um den Druck auf die Bundesregierung aufzumachen, dass sie dieses Thema erneut stellt und sich auch Gesprächen mit der griechischen Regierung dazu stellt, aus meiner Sicht mit der griechischen Öffentlichkeit. Aber es ist natürlich noch zu früh, um festzustellen, ob da schon irgendwelche Ergebnisse erreicht worden sind. So etwas dauert dann immer länger. Und Sie wissen, dass die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland ja sehr auch durch die großen Medien beeinflusst wird und gesteuert wird. Und es wird ein großer Erfolg sein, wenn es uns gelingt, dass nach einzelnen Artikeln, die auch in bundesweiten Medien erschienen sind, wenn es uns gelingen würde, dieses Thema auch weit über die Medien hinaus zu streuen in Deutschland. Other questions? Please. Σπινθουράκης από την εφημερίδα Τα Νέα. Θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο σας, εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος τρίτος ο οποίος τελικά να αποφαρθεί επί του θέματος. Όταν δύο άνθρωποι έχουν μια οικονομική διαφορά, πάνε στο δικαστήριο. Βέβαια τα δύο κράτη είναι πολύ διαφορετικό. Θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος τρίτος διαιτητής, δικαστής, κοινής αποδοχής, ο οποίος θα μπορούσε να αποφανθεί επί του θέματος, δίνοντας τέλος πάντων έτσι τέλος σε μια ιστορία που σε λίγο θα περάσει την ιστορία και από επιστημονικής απόψεως. Das lässt sich wirklich schlecht beantworten. Ich finde es interessant, die Frage, aber
Ich muss darauf verweisen, dass es ja die entsprechenden Konferenzen nach dem Krieg ja gegeben hat, wo festgelegt worden ist, was zu tun ist. Und ich glaube, dass einfach in den 2+4-Verhandlungen damals bei der Vereinigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR genau diese Frage nicht weiter behandelt worden ist. Und das ist demzufolge dann auch eine Lücke, die gelassen worden ist. Weil die damaligen Verhandlungen galten im Wesentlichen, also gerade auch die Schuldenkonferenz, bei der ja auch ausdrücklich 1953, bei der ausdrücklich gesagt worden ist, dass die in den Erlass der Schulden die schon getätigten Reparationen nicht mit eingerechnet werden. Diese Schuldenkonferenz galt ja für die Bundesrepublik Deutschland, während für den Teil der DDR wieder ganz andere Festlegungen galten. Bei dem Potsdamer Abkommen wurde damals festgelegt, dass insbesondere die Besatzungsmächte in Deutschland in ihren jeweiligen Zonen berechtigt waren, entsprechende Reparationen sich zu sichern, also aus diesen Zonen letztendlich sowohl über den Abbau von Industrieanlagen als auch über konkrete Reparationszahlungen, Geldzahlungen bzw. Produkten sich zu sichern. Aber danach gab es keine mehr. Wer soll das heute klären? Ich bin mir nicht sicher, ob es dazu wirklich einen internationalen Streitschlichter geben könnte. Es passt weder in den internationalen Gerichtshof noch auf irgendeine andere internationale Ebene in dem Sinne. Das dürfte schwierig sein. Aber es wäre interessant, das nochmal nachzuforschen. Wäre vielleicht die Aufgabe auch nochmal dafür, direkt eine Studie dazu herausgeben zu lassen, Rechtsprüfung vornehmen zu lassen. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αν ανατρέξουμε στην αρχαία Ελλάδα όταν δύο πολιτείες ερχόταν σε σύγκρουση βρίσκανε διαιτητές από κοινού για να λύσουν τη διαφορά. Τώρα που βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς όπου ο ισχυρότερος είναι ο δυνατός, ποια είναι η λύση? Είναι δύσκολο. Όπως είπε η Γκάμπη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα αναφέρω μονάχα ένα γεγονός, ότι η οριστική λύση, δηλαδή το ξεκαθάρισμα και η εξόντωση όλων των Εβραίων, δεν είχε εφαρμοστεί σε μερικές περιπτώσεις σε Εβραίων που δουλεύανε σε εργοστάσια, όχι πολεμικά μονάχα, παραδείγματος χάρη και στην Μπάγερ, εργατών Εβραίων που αν τους εξοντώνανε δεν υπήρχε άλλος να τους αντικαταστήσει. Στην περίπτωση αυτή σώθηκαν. Και όταν απελευθερώθηκαν, κατέφυγαν οι περισσότεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασαν, έβαλαν στα δικαστήρια τα αμερικάνικα το πρόβλημά τους και τους ρώταγαν, σας πληρώναν? Λέει, όχι, μόνο το συσίδιο. Λοιπόν, οφείλουν να πληρώσουν το συσίδιο για όλα τα χρόνια του πολέμου και επεδίκαζαν και ένα τεράστιο ηθικό ποσό. Όταν τις αποφάσεις αυτές τις έστειλαν στη Γερμανία, η Γερμανία, ισχυρότερο κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσισε και κάλεσε μια διεθνή διάσκεψη και η διεθνή διάσκεψη αντιμετώπισε το θέμα της αποζημίωσης αυτών των κατηγοριών, αυτών των ομήρων. Σημειώνω ειδικά για την Ελλάδα, επειδή η ερώτηση προέρχεται από Έλληνα, ότι η ελληνική κυβέρνηση, παρά την πρόσκληση που της έγινε και την ενόχληση από την πλευρά του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας, αρνήθηκε να πάρει μέρος. Η κυβέρνηση Σιμίτη αρνήθηκε να πάρει μέρος. Και γι' αυτό το λόγο και δέχτηκαν η Επιτροπή που εξέταζε τις υποθέσεις να παρευρίσκεται, αλλά όχι με δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας. Σημειώνω ότι επωφελήθηκαν από τις 73.000 αιτήσεις που έγιναν 5.500 όμηροι. Αλλά για προσέξτε τι ποσά. Ενός που του είχαν πάρει, και τον γνώρισα και προσωπικά μάλιστα, έχει πεθάνει τώρα, του είχαν αφαιρέσει το νεφρό, όντας όμηρος σε στρατόπεδα γερμανικά, πήρε μια αποζημίωση. Πόσο? 1.200 δραχμές.
Μπορείτε τώρα να λογαριάσετε το ποσό αυτό, με πόσες αιμοκαθάρσεις έκανε αυτός ο άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια και τι ποσό ήταν αυτό το ελάχιστο. Γιατί δεν πήρε μέρος και η ελληνική κυβέρνηση να απαιτήσει και να αξιώσει αυτό που έπρεπε. Γι' αυτό το λόγο. Ο μόνος που θα λύσει το θέμα είναι ο κοινός αγώνας του γερμανικού και του ελληνικού λαού. Autre question, en attendant que les journalistes réfléchissent, vous savez qu'on a un streaming, il y a une question qui vient de Twitter, probablement pour la présidente. What are you planning to do in order to put these issues in the agenda of the European Parliament? Et je salue aussi la présence du vice-président du Parlement européen, Dimitris Papadimoulis, qui est ici avec nous. Ja, vielleicht kann ich vorher noch mal darauf zurückkommen. Es gibt eine Antwort der deutschen Bundesregierung aus dem Jahre 2010 auf eine entsprechende Anfrage, die im Bundestag gestellt worden ist zu den Reparationszahlungen gegenüber Griechenland. Und damals hat die Bundesregierung erklärt, ich zitiere, Deutschland hat seit Beendigung des Zweiten Weltkrieges in hohem Maße Reparationsleistungen erbracht, die die betroffenen Staaten nach allgemeinem Völkerrecht zur Entschädigung ihrer Staatsangehörigen verwenden sollten. Allein durch Wiedergutmachung und sonstige Leistungen wurde ein Vielfaches der ursprünglich auf der Konferenz von Jalta ins Auge gefassten Reparationen in Höhe von 20 Milliarden Dollar erbracht. Und ansonsten bestreitet die Bundesregierung, dass Reparationen mehr als 60 Jahre nach einem Krieg noch möglich wären. In der völkerrechtlichen Praxis würden sie einen Sonderfall ohne jede Präzedenz darstellen. Aber ich glaube, hier geht es nicht um Sonderfälle ohne irgendwelche Präzedenz. Hier geht es darum, und da gebe ich Manolis Glesos vollkommen recht, einen Schritt zu gehen, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Ich glaube auch nicht, dass er sich wirklich juristisch regeln lässt. Aber, also als Forderung juristisch eintreiben lässt, aber es wäre ein sehr wichtiges Zeichen, ein Signal des gemeinsamen Zusammenlebens. Wir haben, Manolis und ich haben auch öfters darüber geredet, was wir tun können, um im Europäischen Parlament eine solche Debatte zu ermöglichen. Das ist sehr schwierig, weil wir ja im Europäischen Parlament als Tagesordnungspunkt nur unter außergewöhnlichen Bedingungen ein Problem, das zwei Mitgliedstaaten miteinander haben, allein auf die Tagesordnung setzen können. Unser erster Versuch war gewesen, oder unsere erste Überlegung war gewesen, anlässlich des 75. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkrieges in eine Debatte innerhalb des Europaparlaments dazu zu nutzen. Ich hätte damals gerne meine Redezeit als Fraktionsvorsitzende Manolis Glesos gegeben. Leider, und auch das gehört zu den unrühmlichen Realitäten hier im Europaparlament, hat die Konferenz der Präsidenten damals erklärt oder beschlossen, dass man sich nicht traue, eine Debatte im Europaparlament zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu führen, weil man ja nicht für alle Reden, die gehalten würde, die Verantwortung übernehmen könne. Aus Angst vor den Erklärungen von Rechtsextremen wurde letztendlich eine solche Debatte nicht zugelassen. Man hat Angst, im Europaparlament eine Debatte zum Ausbruch und zum Zweiten Weltkrieg zu führen, weil man Angst hat, dass Leute, die in der äußerst rechten Ecke dieses Parlaments sitzen, diese Debatte so führen, dass es zu einer Blamage für das Hohe Haus werden könnte. Ich habe das sehr bedauert. Es wurde dann letztendlich nur reduziert auf eine Erklärung des Parlamentspräsidenten, über die nicht diskutiert werden konnte. Ich hoffe, dass wir weitere Möglichkeiten finden. Meine Bitte an die Kollegen anderer Fraktionen ist, und hier werden wir gemeinsam auch aktiv werden, ist, dass möglichst mehrere Fraktionen, Abgeordnete mehrerer Fraktionen den Antrag stellen, eine Debatte zu diesem Thema zu ermöglichen.
Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, der möglich ist, der zu einem Erfolg führen kann. Ich bitte deshalb auch griechische und deutsche Abgeordnete in den anderen Fraktionen, sich dafür zu interessieren, sich dafür einzusetzen. Und ich denke, eine wichtige Vorstufe könnte sein, wenn Manolis, und ich wäre dazu auch bereit, zusammen mit anderen Abgeordneten, zu einem Meeting einladen könnten, um zumindest im Parlament erst einmal darauf aufmerksam zu machen und damit auch eine Debatte im Parlament vorzubereiten. Weil das, glaube ich, würde uns am meisten helfen, eine Debatte vorzubereiten, um andere Abgeordnete für dieses Thema zu interessieren und deutlich zu machen, dass es sich eben nicht allein formal um ein zwischenstaatliches Problem handelt, sondern dass es tatsächlich eine Frage der europäischen Zukunft auch ist. We have time for the last question. My name is Wasim Ibrahim from Safir newspaper. For Madame Zimmer and for the MEP, if you could please explain for audience that they don't know much about this issue, why in a continent where is the main value is the rule of law, you can't solve this issue by going to court or something like this and waiting for a political debate? Is it a political issue or a legal issue, and why it's not solved yet? Thank you. Το ζήτημα είναι και πολιτικό και οικονομικό και διπλωματικό και πολιτιστικό και ηθικό. Το πρόβλημα έχει πολλές πλευρές και θέλω να τονίσω το εξής. Με ερωτήματα τα οποία απευθύνω ειδικά προς την κυβέρνηση της σημερινής της Γερμανίας. Γιατί έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές της προς όλα τα κράτη που προσδιορίσε η 19μιλής διάσκεψη των Παρισίων το 1946 και εξαιρεί την Ελλάδα. Ερώτημα δεύτερο. Είχε συνάψει αναγκαστικά δάνεια με την Πολωνία, την Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα. Έχει εξοφλήσει τα αναγκαστικά δάνεια με την Πολωνία και την Γιουγκοσλαβία και έχει εξαιρέσει την Ελλάδα. Ερώτημα τρίτον. Οι Ιταλοί, η διάσκεψη των Παρισίων αποφάσισε ότι όλα τα κράτη του άξονα τι θα πληρώσουν για τις χώρες που βρέθηκαν ως κατακτητές. Προσδιορίσε λοιπόν η διάσκεψη των Παρισίων τι θα πληρώσει και η Ιταλία στην Ελλάδα και η Βουλγαρία στην Ελλάδα. Θα βλέπανε ποτέ η Ιταλία και η Βούλγαρη Ελλάδα εάν δεν κατακτούσε ο γερμανικός στρατός στην Ελλάδα? Ακολούθησαν, θα το πω όπως το λέμε στην Ελλάδα, σαν γκολαούζι από πίσω. Αυτοί όμως πλήρωσαν. Και ενώ πλήρωσαν αυτοί, αυτοεξαιρείται η ίδια η γερμανική κυβέρνηση. Οι γερμανικές κυβερνήσεις δηλαδή. Αυτοεξαιρούνται. Με ποιο δικαίωμα? Τα ερωτήματα περισσότερο, αν θέλετε, κατά περίεργο τρόπο, εγώ τα λέω ηθικά ερωτήματα. Μας εκδικούνται οι σημερινές κυβερνήσεις της Γερμανίας, διότι με το έπος του 40-41 ο ελληνικός λαός κατέριψε το μύθο του αίτητου του άξονα? Μας εκδικούνται οι γερμανικές κυβερνήσεις, διότι με τη μάχη των Συνόρων και τη μάχη της Κρήτης ανατρέψαμε όλα τα σχέδια του Χίτλερ? Το στρατηγό χειμώνα τον ξέρετε. Μας εκδικούνται διότι είχαμε καθυλώσει 12 επίλεκτες γερμανικές μεραρχίες της Βέρμαχτ στην Ελλάδα και έτσι συμβάλαμε ώστε σήμερα η Γερμανία να μην έχει ναζιστικό καθεστώς? Αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο το μίσος εναντίον της Ελλάδας? Για ποιο λόγο δεν εκπληρώνουν τις οφειλές απέναντι στην Ελλάδα ενώ τις έχουν εκπληρώσει σε όλο τον κόσμο? Nur noch mal ein kurzer Verweis auf etwas, was ich vorhin schon am Anfang gesagt habe. 1946 wurde das deutsche Auslandsvermögen beschlagnahmt.
Es wurden Devisenbestände eingezogen, Warenzeichen, Patente beschlagnahmt und Demontagen vorgenommen. Das bezieht sich auf das Pariser Reparationsabkommen. Die Schätzungen reichen bei dem Auslandsvermögen, das damals beschlagnahmt worden ist, von rund 315 Millionen US-Dollar bis zu 20 Milliarden Reichsmark. Also es differiert ziemlich die Aussage. Und beim Londoner Schuldenabkommen, das 1953 abgeschlossen worden ist, wurde die Verrechnung aller bislang entnommenen Reparationen ausgeschlossen. Das heißt also, Reparationen, die bis dahin gezahlt worden sind, waren existent, also die sind einberechnet worden. Und das Schuldenabkommen bezog sich aber darauf, dass weitere Schulden nicht mehr gezahlt werden müssen durch die Bundesrepublik Deutschland. Das ist natürlich, wenn Sie jetzt sagen, rechtlich, können Sie das ganz schlecht wieder aufmachen. Also eine rechtliche Klärung in dem Sinn wird kaum möglich sein. Man hat damals auch Deutschland geraten, dass sie nicht darauf bestehen sollten, also so weit ging das damals, ja, dass sie nicht darauf bestehen sollten, dass schon die gezahlten Reparationen wieder zurückgerechnet werden, wieder rausgerechnet werden. Man hat Deutschland empfohlen, es sei gut beraten, die Frage der Reparationen ruhen zu lassen. Und ich glaube, da liegt auch ein Großteil des Problems, mit dem wir heute zu tun haben. Dass Deutschland sich darauf bezieht, dass mit der Schuldenkonferenz 1953 die Reparationsverpflichtungen abgeschlossen sind, die Bundesrepublik Deutschland. Dass es nicht der Fall ist, das müssen wir, denke ich, nochmal sehr deutlich und sehr klar sagen. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Non, en tout cas, on a déjà dépassé la demi-heure qui était prévue pour nous. Je remercie beaucoup aussi les interprètes de nous avoir aidés. Ah, ok. Attendez. Et si il n'y a pas d'autres questions, επειδή κυκλοφορούν πολλές ερωτήσεις και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τουλάχιστον, εφόσον δεν προβλήθηκαν από εσάς. Ο Σόιμπλε έχει πει το θέμα θεωρείται λήξαν. Και η απάντηση η δική μου που έδωσα αμέσως στο Σόιμπλε είναι αφού θεωρείται ότι το θέμα είναι λήξαν, άρα υπήρχε θέμα και έχει λήξει. Απαντήστε μας, Σόιμπλε, πότε έληξε και πώς έληξε. Στο δεύτερο ερώτημά μου δεν έχει απαντήσει ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε επίσης τονίζει ότι να αφήσουμε το παρελθόν και να δούμε το μέλλον. Καμία αντίρρηση. Αλλά τότε γιατί. Πήρε απόφαση η γερμανική κυβέρνηση όχι μόνο να αποζημιώσει τους Εβραίους που ζουν σήμερα, δηλαδή τους απογόνους των Εβραίων που ζουν σήμερα και που υπήρξαν οι γονείς τους θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, όχι μονάχα τους αποζημιώνει, αλλά θα ήθελα να το προσέξετε, τους συνταξιοδοτεί. Και δεν έχει θέσει όριο πότε θα σταματήσει η συνταξιοδότηση. Δηλαδή στον αιώνα των άπαντα τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τα τρισέγγωνα των αυτών θα συνταξιοδοτούνται. Όχι θα αποζημιώνονται, θα συνταξιοδοτούνται. Αυτό, αγαπητέ Σόιμπλε, είναι παρελθόν ή είναι μέλλον. Ήθελα ειδικά σε αυτές τις απόψεις του Σόιμπλε να σταθώ, όπως και σε μια άλλη προσπάθεια που γίνεται, να πούνε ότι μόνο το αναγκαστικό δάνειο υπάρχει και δεν υπάρχει το θέμα της απόφασης της 19 μελούς για τις επανορθώσεις στο Παρίσι. Εάν τότε είναι αλήθεια αυτό, τότε πρέπει η Ελλάδα να υποχρεωθεί να επιστρέψει τα λεφτά που κατέβαλε η Ιταλία και η Βουλγαρία στην Ελλάδα, αν είναι αλήθεια. Λέω τα πιο επιφανή ερωτήματα που έχω ακούσει ως τώρα, τα επίσημα, διότι τα ανεπίσημα είναι πολλαπλά. Merci beaucoup à tous.